Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen mir wieder beim Movie Check. John Wick Chapter 3 erwartet uns jetzt am 23. Mai in den Kinos und wollen wir uns einmal den Trailer anschauen? Ich glaube, das wollen wir. Dementsprechend fangen wir doch direkt an. John Wick Kapitel 3. John Wick, Exkommunikation, tritt jetzt in Kraft. Helfen Sie mir bei der Einstimmung auf unseren neuen Gast? Lassen Sie uns beginnen. Stehen mir eure Dienstleistungen immer noch nicht zur Verfügung? Was brauchst du? Waffen. Und zwar viele Waffen. Geil. Sie glauben, Sie können es mit John Wick aufnehmen? Sie werden eine böse Überraschung erleben. Ich wollte Sie schon lange kennenlernen. Schon sehr lange. Und bis jetzt haben Sie mich nicht enttäuscht. Wir können dieses Spiel noch nicht fortsetzen. Aber wir wissen alle, wie es ausgeht. Na klar. Und all das geschieht warum? Wegen eines Hundes? Es war nicht nur ein Hund für mich. Jawohl. Geil. Also John Wick ist etwas, auf das ich echt jahrelang gewartet habe. John Wick Kapitel 1 war schon phänomenal. John Wick Kapitel 2 dagegen fand ich etwas schwächer. Aber Teil 3, beziehungsweise Kapitel 3, verspricht echt ein wahres Feuerwerk wieder zu werden. Mit dabei selbstverständlich Keanu Reeves, der ähnlich wie Neo die Rolle des John Wick wirklich prägt, wirklich lebt. Wow! Regie führt, ich meine, schon jetzt zum dritten Mal Chad Stahelski. Und ich bin der Ansicht, dass hier wirklich Großes uns im Kino erwarten wird. Das ist Wahnsinn. Ich find's richtig geil, wie für diesen Trailer Vivaldis Musik benutzt wurde, weil das meiner Ansicht nach zeichnet John Wick aus. Er ist zwar der Barbadoc, er ist zwar der schwarze Mann, aber mit Stil, ne? Mit Stil, der hat es einfach drauf. In John Wick Kapitel 3 werden wir aber auch neue Charaktere kennenlernen, neben den ganzen alten Charakteren. Ian McShane kehrt zurück, Lawrence Fishburne und Halle Berry stoßen dazu in noch nicht, also die Rollen sind bekannt, aber wir wissen nicht, wie natürlich jetzt sie sich im Verlauf entwickeln, ob sie sich gegen oder auf die Seite von John Wick stellen, der jetzt in Kapitel 3 natürlich anschließend an Kapitel 2 unmittelbar auf der Flucht ist, beziehungsweise gejagt wird, dementsprechend auf der Flucht ist, weil auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt wurde, weil er die Regeln gebrochen hat in dem Gangsterhotel, in dem Auftragskillerhotel. Wir erinnern uns, und $14 Millionen sind jetzt auf seinen Kopf ausgesetzt, und das versucht er jetzt wahrscheinlich in Kapitel 3 loszuwerden. Die ersten Kritiken, die zu John Wick Chapter 3 hereingeflattert sind, vorwiegend aus den USA, sind primär positiv, durchgehend positiv, möchte man eigentlich schon sagen. Ich habe da bisher auf Twitter und Reddit an sich nichts wirklich Negatives lesen können. Ich persönlich bin dementsprechend auch mega gespannt, ob der Film wirklich so gut ist, und freue mich auf jeden Fall auf diesen Kinobesuch. Freut ihr euch auch auf John Wick Kapitel 3? Werdet ihr euch den Film reinziehen, wenn vielleicht sogar hier in Münster? Wenn das der Fall sein sollte, achtet auf jeden Fall auf die nächsten Videos, die hier auf meinem Kanal hochgeladen werden, weil da wird eventuell auch jetzt in den kommenden Tagen ein kleines Spezialvideo mit dabei sein. Seid auf jeden Fall
aufmerksam. So, das war meine kurze Trailer-Reaction plus meine persönlichen ersten Eindrücke zu John Wick Kapitel 3. Was sind eure Eindrücke bisher? Was erwartet ihr von dem Film? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Hier unten seht ihr jetzt noch meine Social-Media-Kanäle, die gleich wahrscheinlich verschwinden werden. Und genauso verschwinde ich auch jetzt. Ich sage Tschüss, Freunde der Nacht. Und nicht vergessen, Filme sind einfach geil.